Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der Fallfilm-Reihe. Und zwar habe ich heute ein neues Identity für euch und so das würde ich erstmal mit euch gemeinsam anschauen. So, wenn wir uns jetzt einen neuen Charakter machen, sieht das Ganze dann so aus, ja. Und hier könnt ihr euch ja wie gewöhnlich alles hier eintragen einmal. Dann können wir hier noch ein Datum eingeben. Männlich oder weiblich und ja, hier noch die Größe und dann so. So. Und nun sind wir auch schon drin und so funktioniert das komplett. Und ja, ohne Probleme. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, einmal auspacken. Wenn wir dann hier die ZIP haben, müssen wir halt hier einmal rein und hier steht halt noch minus Maß dahinter. So, das müssen wir dann einmal entfernen. So, das heißt, wir ziehen das hier auf, halt einmal raus und hier müssen wir minus Master dann einmal entfernen. So, als nächstes gehen wir in den Resource Ordner und gehen auf Core und hier haben wir das alte Identity und das können wir einfach löschen. Und ich rate euch natürlich noch eine Save-Datei zu machen. So, das heißt, wir erstellen uns hier noch einen Ordner, falls das Ganze nicht bei euch funktionieren sollte, dass ihr das wieder zurückspulen könnt. Das heißt, wir ziehen ihn hier einfach raus. So, und dann können wir das Ganze hier löschen. Ja. Und fügen dann ihn hier neu hinzu. Ja, und mehr müssen wir jetzt nicht machen, nur noch den Server neu starten und wir haben das Ganze schon ausgetauscht. Und ja, wir gehen nochmal in diesen Ordner rein und schauen uns mal an, was wir dann so alles noch machen können. Hier haben wir einmal noch die SQL. Falls ihr das noch nicht habt, ja, so dann könnt ihr das hier in die Datenbank einfügen. Für die Leute, die halt schon ein Identity haben, die brauchen das Ganze jetzt nicht machen. So, Local, ja, so da können wir das Ganze hier die ganzen Sprachen dann auswählen, bearbeiten, wie auch immer. Hier haben wir nochmal eine kleine Config, hier können wir noch so einiges halt umstellen, wenn wir es natürlich wollen. So, damit könnt ihr natürlich wieder rumspielen. Ansonsten, ja, haben wir eigentlich nicht mehr viel. Hier haben wir noch die Index. Wieder anders öffnen. Ja, geht auch nicht viel drin. Und ja, mehr ist das auch nicht. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen rum da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this.